Hallo, hey, warte kurz, ey, lass uns reden. Jetzt bin ich gespannt. Du siehst für mich nicht wie jemand aus, der darauf wartet, gerettet zu werden. Willst du für die Freiheit kämpfen? Also, du bist von Dedsec, ja? Du bist in guten Händen. Wir helfen dir weiter. Okay, ich habe ein Problem mit Clan Kelly. Vielleicht hilfst du mir ja. Klar. Red weiter. Okay, hör mir zu. So ein paar mickrige Ganoven erpressen alte Leute und Ladenbesitzer um ihr Geld. Typische Gangsterscheiße. Ich kann ihr Krypto mit einer Transaktion entwenden, aber ich brauche ihren Privatschlüssel. Und Dedsec soll dir helfen, ihn zu finden? Genau, mit dieser Datei kann ich alles zurückholen, was sie gestohlen haben. Hilf mir, dann schulde ich dir einen Gefallen. Passwort.txt. Davon profitierst du. Okay, überlass das uns. Passwort.txt, das ist die Datei. Die hilft uns dann. Der Netzwerk-Traffic zeigt, dass sich der private Schlüssel auf einem mobilen Server befindet. Wahrscheinlich ein Van in einem ihrer Verstecke. So, Jan 2001, Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jan. Und lieber Henver, du hast offenbar gar nichts gesehen. Du hast offenbar noch nichts gesehen. Ja, aber also. Selbstverständlich. Ja. So. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag lieber gar nichts. Hat mir Klopp vorbeigebracht. So, okay. Ist das weit weg? Es ist natürlich wieder weit weg. Weißt du, ich bin so naiv. Ich renne immer zum nächsten Dingens. Ich renne immer zum nächsten Punkt. Leider sehr naiv von mir. Ich dachte immer, da kann man bestimmt zu Fuß hin. Die ist bestimmt gerade in der Nähe. Aber leider, naja. Okay. Hast du was gegen meine Mutter gesagt? Arschloch. So, Entschuldigung. Ich habe das genau gehört gerade. Das war vielleicht... Ihr habt das vielleicht nicht, da musste man mit Kopfhörern, aber das habe ich schon genau verstanden. Habe ich genau verstanden. Die Intention habe ich auch gesehen. Diesen hasserfüllten Blick schon wieder. Ist das hier in diesem Haus, wo wir letztes Mal nicht reinkamen? Ist das... Nee, das ist nicht hier drin. Du hast es so gewollt. Da haben wir mal Technikpunkte geholt, falls ihr euch erinnert. Nein, ich höre zu. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ob ich durch kann? Mann, Junge, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Dass sie ja nie durchlassen, das ist einfach... Watschendocks. Entschuldigung, muss ich gerade lachen. Boah, Daniel räumt aber gerade ab, ne? So. Stafford. Auto Garage. Zur Erinnerung, der private Schlüssel, den du suchst, ist auf einem Server in einem Van. Okay. Gut, toll, dass ich hier hoch kann. Das finde ich schon mal super. Wir waren hier schon mal drin, ne? Ich glaube, wir waren hier schon mal... Waren wir nicht schon mal drin? Das kommt mir gerade so... Ich glaube, als ich die Demo gespielt habe, die Preview, da habe ich das hier gemacht, oder? Es kommt mir so bekannt vor. Komm, ich mache mal wieder Spinni. Muss ich selber vom Dach. Man wird ja auch nicht jünger. Oh, warte mal. Kein Problem, schlaf dich aus. So. Ich hoffe, ich bin erfolgreicher als in der Demo. Aber damals kannte ich ja alles noch gar nicht. Das ist übrigens die Schwierigkeit immer, wenn man eine Demo aufnimmt, du wirst so reingeworfen. Und musst aber schon die ganze Steuerung, alle Möglichkeiten, alles auswendig kennen. Oh. Ja, ich bin jetzt viel besser geworden. Okay, das scheint überhaupt nicht zu gehen. Na ja, gut, dann machen wir den hier. Moment, was war das? Nichts. Bin nur eine Spinne. Bin ja nur so klein. Bin nur eine Spinne. Bin eine Spinne fein. Telefon. Ist für mich, ich geh mal ran. So. Darf ich dir mal was runterladen? Clan Kelly Captain. Müssten wir auch rekrutieren, ne? Wir müssten auch mal einen Clan Kelly Captain rekrutieren. Dann haben wir auch einen von dem und dem. Ja, ja. So. Okay, gut. Das haben wir gemacht. Wir müssen eh nach oben.
ist ja so schön. Dieses eine Auto. Achso, ja, moin, ich bin Spinny. Hab mich lieb. Wie kommen wir zu dem Auto denn hin? Müssen wir die Hebebühne dafür? Ne, das ist... Ah, das ist genau über uns. Okay. Kann ich denn darüber eventuell? Oder eventuell mit dieser Hebebühne hier? Kann man die Hebebühne... Das ist keine Hebebühne. Okay, ich sag mal das Wort Hebebühne. Tolles Wort, dieses Wort Hebebühne. Okay, wie kommen wir da hin? Pass auf. Kann man in dem Spiel einen Peaceful Run machen, wo man jemanden verletzt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird schwierig. So. Oh. Das ist ja doch eine Hebebühne. Ja dann. Das ist das Fahrzeug, nach dem du suchst. Hallo. Boah, und das Auto geschmissen. Nice. So, einsteigen müssen wir den... Okay, wir müssen das Auto klauen. Ich dachte, wir müssen... Okay, ich habe den Schlüssel und ein äußerst gestohlenes Fahrzeug. Sag mir einen sicheren Ort und organisiere ein Treffen mit der Hackerin. Verstanden. Hackerin. Sende Koordinaten. Hallo, ich habe da gerade... So. Brumm, brumm. So, ich fahre mal vorsichtig, ne? Lass mich raten, wir müssen wieder 30.000 Kilometer weit. Autopilot aktiviert. Ach ja, es ist schon ein schweres Los. Sekunde, ach ja. Und bei euch so, wie geht's euch zu Hause? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Das ist ein guter Keks. Autonomes Fahren. Viele Leute sagen, fürchterliche Erfindung. Ich bin ganz ehrlich. Ach, nur die hässliche Fresse, die ich nicht sehen wollte. Es sind ja nur 3000 Meter. Da kann nichts schief gehen. Ja. Na gut. Plot Twist. Das ist noch die erste, dieselbe Packung Kekse wie beim ersten Watch Dogs Stream. Autonomes Fahren ist geil, genauso wie automatische Getriebe. Auf jeden Fall sogar. Auf jeden Fall. Und wenn du bedenkst, dass ein Auto gerade von der gequälten digitalen Seele eines Menschen gelenkt wird. Nee, 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 nee. Dann würden wir nicht so vernünftig fahren. Überleg mal, ein BMW-Fahrer wird digitalisiert und als autonomer Fahrer bei deinem Wagen eingebaut. Nein, nein, nein. Das will niemand. Immer linke Spur, immer am Dauerblinken, Lichthupe. Nee, komm. Das geht nicht. Autopilot deaktiviert. So. Aus dem Weg. So. Sag mal, ist er gerade auf die Straße geklettert? Wie blöd sind die denn hier? So. Muss da mal durch. Okay. Ein bisschen Konzentration. Gaspedal immer voll durchgedrückt, aber wirklich. Bremsen ist eher so ein Vorschlag. So, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. In den darf ich nicht reinfahren. Oh Mann, hau ab, Junge. Gott sei Dank. Den dürfen wir nicht mal berühren, sonst kriegen wir Stress. So. Halleluja, Halleluja. So würde eine menschliche KI fahren. Oh, 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 oh.
Oh, oh, oh. Wir dürfen keinen von Albion berühren. Sag mal, aus dem Weg. Du, ich hab doch Vorfahrt. Was war das denn gerade? Der ist gerade. Der hat mir gerade voll die Vorfahrt genommen. Der hier auch. Pizza kommt ein bisschen später heute. So, warte. Safe Brixton. Okay. Wir sind ja bald da, ne? Ich bin positiv gestimmt. Ich bremse ganz normal ab. Nicht, kein Handbremsen-Slide, kein gar nichts. So. London links vor rechts. Ja, komm. Die sollen sich mal keinen drauf einbilden. So. Okay, ja, okay, das hört jetzt hier auf. Toll. Entschuldigung, Wendekreis. Wenn, ich habe einen scheiß Wende. Können ja mal bitte meinen Wendekreis berühren. Oh, die wollte ich doch mal. Die wollte ich doch mal. Bühnenmagierin macht Gegner zu Verbündeten. Das fand ich so cool. Diesen ich bin hier falsch, ne? Ist egal. Komm, ich fahr durch, fahr nach links und dann machen wir das. Hier geht's auch noch rein. Okay. Das aber nichts. Warte. Entschuldigung, entschuldigen Sie. Da muss ich rein. Bin einfach dran vorbeigefahren. Dankeschön. So. Was ist los? Du solltest doch hier sein und das Konto abräumen. Keine Sorge, ich bin in der Nähe. Clan Kelly kann nichts sehen, wenn ich den Schlüssel per WLAN hole. Hinterlässt keine Spuren. Wie lustig, dass du das erwähnst. Ich sehe mehrere Clan Kelly-Typen, die sich gerade dem Van nähern. Verdammt! Okay, ich schaue, was ich tun kann, während du das Geld besorgst. Bin dran. Überlebe, bis der Transfer abgeschlossen ist. Okay. Worauf schießen die da hinten? Auf jeden Fall nicht auf den Van, oder? Auf die Drohne wahrscheinlich. Du bist dein ganzes Leben noch nicht gestorben. Mach so weiter. Schön. Willst du heute sterben? Ja, komm, ich stelle mich mal hier schön hin. Komm raus und stell dich. So, verraten bitte. Scheiße. Schön weitergehen. Oh. Oh, fuck, jetzt wird's lustig. Oh, hau ab. Geschafft. Geschafft, sagst du, ja? Gut, dann hau ich ab. Bringe dich in Sicherheit. Das war keine gute Strategie. Wo geht's hier hin? Sag mal, hältst du die Fresse da hinten? Ah, cool. Hier geht's nirgends hin. Nice. Okay, gut. Sich mit uns anzulegen. Suchung wird durchgeführt. Sekunde. Wir kommen gleich durch. Drohne lenkt ab und wir erledigen das. Sehr gut. Das war noch nicht alles, ne? Da kommen immer noch ein paar. Wir sind leider ein bisschen Häschen in der Grube. Bin sehr schlau in eine Sackgasse gerannt, aber wir kämpfen uns hier wieder frei. Der Spaß ist vorbei. Los, bereit machen. Mi, 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 mi. Ich seh's ja. Alter. Hab nicht gesehen, wo sein Kopf ist. So, pass auf, wir machen Folgendes. Ich kaper mal.
Kapern. So, Drohne ist weg. Sehr gut. Daran bist du selber schuld. Kommen wir eigentlich raus? Ja, super, easy, ciao. Ich nehme den Weg hier. So, viel Spaß, ciao. Ich bin raus, Leute. Macht euren Scheiß doch alleine. Wir müssen nur entkommen, ne? Ich glaube, da kommen unendlich neue. Zumindest hatten wir die Situation schon mal. Da kamen unendlich und unendlich und unendlich neue. Jetzt können die ihren Scheiß alleine machen, ganz ehrlich. So. Okay. Übertragung abgeschlossen. Ich öffne einen Kanal zu unserer Hackerfreundin. Alter. Vielen Dank. Das ist eine große Hilfe. Jetzt kann ich das Geld an die zurückgeben, denen es gestohlen wurde. Ich schulde euch was. Nicht, dass du uns was schuldig wärst, aber wenn du DedSec beitrittst, sind wir auf jeden Fall quitt. Ja, ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. So, nice. Wir haben unsere erste Albion Chief Officer Master Chef of Everything. Was war das gerade? Moin, ich sehe nichts. Okay. Ist wirklich so ein Mr. Bean-Fahrzeug. Okay, warte ganz kurz. Jetzt, wo wir das gemacht haben, ne? Bärnackel-Liga ist mir egal. Rache-Mission, hacke den Kidnapper. Darren Siobanu wurde entführt. Der Schuldige ist ein erklärter Widerstandsgegner, der DedSec hasst. Nebenmission, Motivation, wurde von DedSec schwer verletzt. Das können wir mal machen. Das war kein Draki-Drachenjäger. Haben wir hier keine Schnellreise? Das ist die Schnellreise hier in der Nähe. Na gut. Dann gehen wir mal kurz darüber. So. Ihr seid nicht die Armee. Ihr seid nicht die Polizei. Wer seid ihr? Okay, Bauarbeiter brauchen wir auch noch. Kleine Pimmel. Bei mir ist gerade was? Etwas knapp und euch wie war der Spruch? Ich habe den Spruch nicht verstanden. Irgendwas mit kleine Pimmel, aber was hat die vorher gesagt? Okay. Na gut. Ich glaube, keine Folge kann hier monetarisiert werden. So. Wir sind gleich da. Da, da, da. Große Penner, kleine Pimmel. Ah, okay. Ja gut, das, okay, na gut. Oh, ich glaube, Pimmel wird timeoutet. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das wusste ich nicht. Der Kidnapper ist hier. Und noch ein paar andere zwielichtige Gestalten. Du müsstest den Aufenthaltsort des Entführungsopfers aus seiner Optik erfahren können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Quest das hier war, weil wir die bekommen haben. Es ist sehr schön. Oh, der Weihnachtsmann. Schwachkopf. Milchgesicht. Ich meine, die hat mich beleidigt, ne? Sie haben nichts gesehen. Die Ratenummer bringt nichts, okay? Wir müssen unsere Identität schützen. Beim Milchgesicht hat sie übertrieben. Finde ich auch. Das war eindeutig rassistisch motiviert. Das habe ich ganz klar bemerkt. So, ich gehe mal runter. Wir müssen eh nach unten. Wir müssen noch weiter nach unten. Holy shit. Oh, das Street Art Festival. Da waren wir schon lange nicht mehr. Guten Tag, mein Freund. Dann lass mal ganz kurz eben hinten rumgehen. Wir waren da schon mal.
Das hier ist aber keine... Okay. Ich hoffe, hier sieht uns niemand. So, schlafe wohl. Die gute alte Street Art Ausstellung. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Schön, dass wir die Orte langsam kennen. So, wir müssen hier rein. Verdammte Scheiße! Ja, da sagst du was. Gibt's da drin eine Kamera? Jawohl. Super. Ehemaliger Belästiger, okay. Ich melde es diesmal, aber ich deck dir nicht den Rücken, klar? Moment. Hast du was gehört? Schleicht jemand rum? Ah! Oh mein Gott! Scheiße, ich nada, niente. Sekunde, warte kurz. Scheiß drauf. Weiter geht's. Entkomm aus dem Gebiet. Eine Sekunde. Ja, doch, ich hab's geschafft. Okay, gut. Ah, diesmal hab ich's nicht geschafft. So, ehemaliger Belästiger. Der belästigt niemanden mehr. Alle Personen haben eine Persönlichkeit mit Beziehung. Wenn du jemanden verletzt oder tötest, besteht die Chance, dass er, sie oder ein Verwandter sich rächen will. Stimmt. Also ich sehe es immer nur umgekehrt. An uns will sich zum Glück niemand rächen. Glaube ich. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber der war ein Belästiger. Diesmal haben wir was Gutes gemacht. GPS-Analyse abgeschlossen. So. Ich habe eine Spur unseres Entführungsopfers. Ja. Schick mir diese Koordinaten. So, da ist ein Motorrad. Ja, komm, let's go. Mal gucken, was passiert. So. Oh, wir müssen auf die Brücke, ne? Scheiße. So, wie komme ich auf die Brücke? Ich hab gar keinen, du Arschloch. Geh mir nicht auf den Sack. Könnt ihr mal woanders romantisch sein, bitte? Ich suche gerade, wo es hochgeht. Leute, geh doch mal von der Straße runter. Wie komme ich denn nach oben? Was? Den Belästiger hast du schon mal verkloppt, deswegen hat er jetzt wen entführt. Ach so. Entschuldigung, runter von der Straße, Leute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit dem Londoner Volk? Und alle fahren auf der falschen Seite. Lästig. Kann ich hupen? Das geht. Okay. Irritiert mich nur ein bisschen beim Steuern. Und ich sollte nicht so auf den Chat oder Kamera gucken. So, wo müssen wir eigentlich lang? Da vorne gleich irgendwo links. Hätte es mal markieren sollen, aber egal. Wir finden das schon hin. So. Bin zu früh abgebogen. Macht aber nichts. Leute, kommt schon, das ist eine Straße. Eine ganz normale Straßentreppe. Man kennt sie. So, oh, hier ist eine Maske. Da ist so eine Maske. Oh Mann. Ich muss mich zurückhalten. So, wir sind gleich da. Die fahren nur spiegelverkehrt. Ist das wegen RTX? Spiegelt sich der Verkehr hier? Oh, Alter! Gut, dass die Dame mich aufgehalten hat. Ich bin sehr dankbar. Gott sei Dank hat sie sich todesmutig in den Weg geworfen, damit wir zu unserer Mission kommen. Der Verkehr wird es vereiteln. Müssen wir hier rein? Nee. Sieht verdächtig aus, ist es aber nicht. Wo ist das denn? Ich dachte, es wäre ein Katzensprung, aber die Katze wird immer größer. Oh, erstmal ein Kaffee.
So. Vollidiot. Ich würde den hier gerne rekrutieren, dem so einen weißen Anzug anziehen, so als Larry Leffer. Parlamentarischer Berater, okay. Okay. Unser entführtes Mitglied ist hier. Oh, und auch ein paar bewaffnete Wachen. Wie nett. Überraschend. Okay, warte. So. Oh ja, das ist vor dem Stapel gelandet, nicht dahinter. Oh. Hat jemand die Spinne? Hey! Shit. Ist jemand verletzt? Schwer! Hilfe! Wie? Ausschwärmen! Findet ihn! Das ging zu schnell diesmal, ne? Boah, der Typ ist gerade nochmal weggegangen. Cool. Hier ist nichts. Weiter geht's. Oh, da hat's auch die Spinne erwischt. Nein, bitte. Schnell, mach das Tor auf. Schnell. Gott sei Dank. Seh hier nach. Zum Glück hatte der die Codes für das Tor. Was? Entschuldigung, was? Sauber. Shit, sind zu viele, ne? Ja, yeah, sieht gut aus. Okay, warte kurz. Die Suche geht weiter. Shit! Eine... Ah! Verteilt euch! Findet ihn! Oh, verdammt. Genug mit dem Scheiß! Ich schieb. Entschuldigung. Das ging ja jetzt nicht so gut. Also es ging schon gut, aber es ging trotzdem schief. Es ging schief, aber gut. So, hier, das ist von draus, vom Novalde komme ich her. Ich muss euch sagen, ist Weihnachtspütze her. Was ist das denn alles? Achso, ja, okay. Schnell mal reinhacken. Hey, mein Freund. Komm schon. Alter, wie sieht denn hier aus? Zeit, die Kost zu holen. Bitte was? Aber Bagley, kommst du bitte mal? So. Zeit, ihn rauszuholen, ist immer so 23 Uhr. So, oh, achso, das ist ein Paket von Fox-Dingens. So, hier geht's raus. Du verlierst die Geisel. Ja, kommst du mal bitte! Die Geisel kann ich nicht erreichen, weil die scheiß Geisel keine Treppen kennt. So, hier lang. Das ist einfach. So, komm raus jetzt, Junge. Toller Agent. Richtig guter Agent. Für mich gut aufgehoben. So, hab ihn gleich rausgeholt. Sag mal. Agent, du bist doch... Der ist doch schon in Sicherheit. Du bist offensichtlich entkommen. Unser Mitglied ist wieder einsatzbereit und ein weiterer Feind von DedSec ist ausgebremst. Gut gemacht. Der... Okay. Mission abgeschlossen, haben wir gemacht. Schön. Der ist wahrscheinlich wieder entführt oder hat sich wieder hingesetzt. Die Welt macht mir Angst. Da habe ich mich sicher gefühlt. Bisschen Stockholm, ne, bisschen Stockholm-Syndrom geht immer. Jetzt würde ich sagen, als nächstes Bärnackel-Liga. Können wir vielleicht irgendwann mal machen. Oh, ach, die ist ja schon ausgeschaltet. Die Schurken von London. Nach der Sache mit Sky Larsen rückt DedSec die Ermittlungen zu Zero Day wieder in den Fokus. Obwohl ich das halt echt, das fand ich sehr, sehr cool. Die Storyline war sehr cool. So, Lücken in der Verteidigung. Kommen wir dazu. Null Toleranz. Lücken in der Verteidigung. Let's go. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Ich hasse es, Mary Kelly auf Eis zu legen, während sie weiter mit diesen Mikrochips Leben zerstört. Hm. Aber fürs Erste haben wir keine Wahl.
Dann sollten wir uns das Hauptproblem mal genauer ansehen. Nigel Cass, stinkreicher Kriegstreiber und aktueller CEO der Albion-Schlägertruppe. Netter Typ. Cass hat von den Bombenanschlägen am meisten profitiert. Hm. Es ist zwar super, Leute zum Widerstand aufzurufen, aber das reicht nicht aus, um London aus Albions Fingern zu befreien. Nicht mit Cass an der Spitze. Das verstehe ich ja, aber wir reden hier davon, den Chef eines Privatmilitärs umzubringen, das ganz London terrorisiert. Hm. Was sollen wir denn machen? Da reinschleichen? Bagley hat eine mögliche Schwachstelle in Cass Rüstung entdeckt. Ein ehemaliger Insider und Freund, der noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Sicher nützlich, wenn wir ihn finden und überzeugen können, mit uns zu arbeiten. Komm ins Versteck. Dann reden wir drüber. Ins Versteck. Alles klar, das wollte ich doch nur wissen, wo ich hin muss. Und die nächste Station, St. James Park, klingt ganz gut, dann wollen wir da mal ganz kurz hin. Oh Gott, ich habe das Gefühl, es wird bald furchtbar. Es wird bald furchtbar. So. Kannst du schon Paketdrohnen klauen? Hat mich nie interessiert, habe ich nie freigeschaltet. Ich habe die Technikpunkte für was anderes verhunzt. Paketdrohnen. Ich kenne wenig Unspannenderes, was mich hier interessieren würde. So. Ach, so schön weihnachtlich. Hm. Ah, ich mag das, wie der Regen so reflektiert jetzt. Schön. Endlich mal ein vernünftiges Reflektieren von Regen. Wo wir schon dabei waren, das Thema vorhin zu besprechen. Illegal Acts will be prosecuted. Was macht denn der da? Ruft der gerade zum Illegal Act auf, oder was? Bestimmt Geheimpolizei. So. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr hier, ne? Das wird immer mehr von der Kneipe. Hä, Funk ist auch da. Was macht ein Funk hier? Ganz normale Berliner Kneipe? Da, ich guck mal ganz kurz. Oh ne, Archäologe ist ja da hinten. So, hier. Funk Royal, Opernsänger. Hat aber einen eigenen Sportwagen, ist berühmt und fällt in der Öffentlichkeit auf. Meistens negativ. Kinder verprügeln im Supermarkt, alles. So. Ich speichere den Rekruten mal. Ich muss das einfach mal machen. Guckt etwas skeptisch. Passt ja auch. Das passt ja auch alles. Kann ich bitte... Voll Trottel. Warum beleidigen die mich alle? Okay, warte. Wir können ja aus Spaß mal den Funk später rekrutieren. Ich habe mir den mal gemerkt. Ja, das hört sich nach Funk an. Ja, sag ich doch. Opernsänger und Kinderschläger. The Fana of the Opera is here. Endlich mal dieses Buch anfangen. So. Stimmt, wir können es auch direkt in die Basis teleportieren, bin doof. Haben wir schon mal gemacht. So, erstmal wieder ein schönes Gespräch mit dem Nichtsnutzen. Mhm, okay. Hey, wie geht's? Ich habe gerade Skys Nachruf gelesen. Da wäre doch eine Flasche Shampoos angebracht. Hey, ich bitte dich, eine Frau ist tot. Sie war eine Massenmörderin. Sie hat Menschen versklavt. Ich weine ihr keine Tränen nach. Woher weiß sie das? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, jemanden zu töten, aber eine andere, es zu feiern. Ich bin lieber ehrlich zu mir selbst, was unsere Arbeit angeht. Wir sind Richter und Henker. Da gibt es nichts schön zu reden. Das ist deine Meinung. Hä, da gibt es nichts schön zu... Wie schön zu reden? Er hat einfach nur gesagt, man soll... Wir müssen zwar Leute umbringen, aber wir sollen das nicht feiern, wenn Menschen sterben. Wie kann man... Boah, ich mag die aber nicht. Können wir die rausschmeißen? Ich mag die nicht. Oh, schade, ich wollte noch... Ja, ich habe aus Versehen jetzt direkt das Gespräch angefangen. Dazek, ja. Mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ja. Ich schicke euch die Infos. Okay. Klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Okay.
Überlass das uns. Okay. Sinneswandel. Ja gut, das war wahrscheinlich, das war nicht die Hauptmission. Die Hauptmission ist hier. Okay, gut. Kriegen wir wieder eine Nebenmission. Können wir später mal gucken. So, Superstar Mech Hammergeil. Wie sieht's aus? Lang nicht gesehen. Jo, wie geht's dir? Ich muss ständig an dieses KI-Labor denken. Das ist so verstörend. Ja. Sie hat ihre Mutter getötet und in eine Maschine verwandelt. Das erfordert ein besonderes Maß an Gestörtheit. Oh, es ist noch viel schlimmer. Die Körper hat sie getötet, aber der Intellekt, das Bewusstsein ist noch da. Stell dir vor, du bist in einer lichtlosen Kiste, kannst dich weder bewegen, noch sprechen oder schlafen und nicht sterben. Jede Person, die Sky Larsen neural kartiert hat, ist in diesem Horror gefangen. Das ist ein entsetzlicher Gedanke. Völlig unmenschlich. Die reinste Hölle. Das würde ich meinen schlimmsten Feind nicht antun. Für nichts auf der Welt. Und sie hat das Unschuldigen angetan. Für ihr Ego. Für Geld. Alle Leute, die Plus für geschrieben haben, ne? Alle Leute, die von Plus geschrieben haben. Ich wollte es nur sagen. Ist die Oma nicht hier? Können wir mit Oma kein Gespräch führen? Sind gar nicht mal alle Agenten hier, ne? Jetzt schreibe ich schon wieder Plus in den Chat. Was ist denn mit euch hier Unmenschen? Oh na, auch die ist jetzt auch hier. Oh. Ich bin, na, sehr beeindruckt. Überraschung, Knalltüte. Jo. Zwischen der Arbeit mit 404 und dem Aufspüren von Sky Larsens neural kartierten Albträumen brauchte ich einen Tapetenwechsel. Toll. Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Sorry, was soll das bedeuten? Überleg doch mal, alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. Oh, verstehe. Da soll jemand drinstecken. Also doch, menschliche KI. Das Wissen. Okay. Ich gucke mal just for fun. Oh nein, ich wollte den Taxiunfall nicht... ich wollte nur mal kurz gucken. Nebenmission, Sinneswandel. Sprich mit der Kontaktperson über die Entführung. Caitlin Lau hat Detzek auf eine mögliche Entführung aufmerksam gemacht. Der Mann, der an sie herangetreten ist, wünscht sich verzweifelt Gerechtigkeit. Es scheint, als wäre die Entführung Teil eines großen Plans. Finde den Mann und mehr über den Fall. Okay. Das Wissen. Newt ist ins Versteck eingezogen und hält Ausschau nach den neural kartierten KIs von Sky Larsen, die noch in Betrieb sind. Aber sind das immer wiederkehrende Quests? Das wirkt auf mich so ein bisschen so, als wenn das Quests, die immer wieder kommen. Untersuche die Unfallstelle. Also kann man mal machen, aber wenn das mehrere KIs werden, dann muss ich das nicht unbedingt machen. So, plum plum. So. Ich kann ihn nicht neu einziehen. Die sind einzigartig. Okay, cool. Okay, ja, die Masken, ich finde unsere Maske eigentlich ganz cool, aber ich schaue die Masken trotzdem mal kurz durch, die wir bekommen haben zwischendurch. So, Garderobe. Also ich würde bei ihm die Maske lassen, weil ich finde, die passt einfach wahnsinnig gut zu ihm. Welche haben wir neu? Die ist doch gar nicht neu. Ach so, nee, das sind gar nicht neu, die sind nur markiert. Diese hier haben wir zum Beispiel neu. Die kommt mir sehr bekannt vor. Die hat hinten noch so ein Preisschild dran. Was? Warum ist denn da ein Preisschild dran? So, die haben wir auch neu. Die sieht auch cool aus, aber für ihn halt nicht unbedingt. Die ist auch... die ist auch neu. Finde ich irgendwie auch sehr nice. Für ihn nicht unbedingt, aber ja. Was zum... Wow. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Die ist auch noch neu. Okay. Ein Türklopfer, super. Ich aber wirklich... So, und die hatten wir auch noch neu. Ich lass bei ihm aber erstmal... Oh, manchmal... Ich guck mal hier, wenn ich schnell hochscrolle, steht da mal VIP. Work in Progress steht da mal noch. Guck, wenn ich so hochscrolle, ganz schnell. VIP, Work in Progress. Okay. Gut, ich bleibe aber bei der hier. Die passt zu ihm einfach am besten. Ich würde vielleicht bei den anderen Rekruten, die werden wir bestimmt auch mal irgendwann wieder spielen, würde ich eventuell noch andere Masken ausprobieren. Der Löwenkopf, bei diesem riesigen Löwenkopf, hätte ich gern so einen richtig breiten Charakter. Weiß aber nicht, ob es sowas hier gibt. So, okay, pass auf. Wir machen mal weiter mit der Hauptquest gerade. So, die Nebenquest machen wir auch noch. Aber jetzt ist mal ganz kurz das hier. Mhm.
Gut, reden wir über Albion PMC. Die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Kess, von Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Das hat ja gut gepasst, was? Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Kers für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Kess Foundation, wobei Kess selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Kess' erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Kess verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Kess ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen? Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Menschenrechtsanwälte warfen Kess damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Kess Drohnen entworfen. Ich denke, er versucht, Albion zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Kess weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Kess unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck. Das wird peinlich. Gut. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Sehr gut. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Dankeschön. Dann gehen wir gleich wieder raus. Es wird fürchterlich. Oh Gott, für mich wird es bald sehr fürchterlich werden hier. Ich muss bald die Cam ausmachen. Und untertauchen auch. Das wird sehr weird, glaube ich. Es wird sehr weird. Ja, nun, so. Hä? Irgendwas an Funk ist plötzlich anders. Ich weiß nicht genau was. Aber irgendwas an Funk ist plötzlich anders. Ich bewundere, der hat die Schnauze voll von all diesen. Okay. Okay, ich muss mal kurz raus. So, wo müssen wir hin? Wir müssen weit in den Norden. Ach, hier, das Wissen untersucht den Taxiunfall. Ah, alles klar. Hier ist neue Mission. Hacker, Ort enthüllt. Potato Friend, Dankeschön, Potato Friend. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, man kann Dart spielen in der Kneipe. Das geht schon, wenn man das möchte. So. Oh Gott. Ich muss die Kamera bald ausmachen. Ich wollte nur schon mal vorwarnen. Huch. Die ist auch Cyberpunk. So, warte. Morgen, wir müssen die Hauptstraße runter, ne? Das war hier lang. Dann machen wir das mal gerade eben. Hier ist ja auch sehr schön alles. Gefällt mir sehr gut. So. Schadabi, schadabo, schadabä. Schabadibu, schabadibi, schabadibabdibu. Huch. So, hier darf ich ja lang, ne? Okay. Infiltration. La 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 la. Infiltration. So, okay. Wir sind gleich da. Ich renne einfach mal zu Fuß. Technik. Ja, nur mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken. Okay, die sind irgendwo ganz oben. Bulagi hat in Albions Angelegenheiten rumgeschnüffelt. Heimlich natürlich. Aber ich konnte herausfinden, dass ein Großteil seiner Aktivitäten aus diesem Bereich kommt. Gut, dann stellen wir uns mal vor. Nicht so schnell. Laut seinem Heimsicherheitssystem ist Hamish nicht da. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, er hat seine Eingangstür mit einer Reihe von Fallen verbunden, die bei einem Einbruch erst alle seine Daten und dann dein Leben auslöschen. Nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge. Ist ein bisschen paranoid, was?
Mal ehrlich, du bist bewaffnet und versuchst in seine Wohnung einzubrechen. Aber du solltest ins lokale Netz reinkommen und mithilfe der Sicherheitskameras seine Fallen deaktivieren können. Okay. So, warte kurz. Ich hoffe, das geht. Hoppalalalalalala. Und jetzt nach oben. Hoch. Nein, wir haben gerade natives 4K. Wir spielen gerade... Achso, ich muss ja rüber und dann weiter nach oben. Wie umständlich. Wie umständlich, wenn da vorne eine Frachtdrohne ist. Okay, hallo, hallo. Und hier müsste... Warte kurz. Oh, nice. Also dafür, dass das hier oben so was ist, ist das schön... Also ein schönes Eckchen eingerichtet hier. So, 10 Technikpunkte. Wir sollten mal wieder ein bisschen was ausgeben, ne? Technik. Wir haben 240 Technikpunkte. Hupsi. Ja, da habe ich vielleicht schon ein bisschen was zusammengesammelt inzwischen. Kampf-Spider-Bot würde ich gerne mal machen. Können wir mal ausprobieren. Erhöht die Feuerrate. Beschlagnahme das Geschütz für direktes Feuer. Machen wir mal gerade, ne? Wie viele FPS hast du so, wenn du auf 4K spielst? Ich habe 60 gecapped und 60 werden erreicht. Ich habe 60 gecapped, weil ich in 60 FPS aufnehme und streame, damit das schön flüssig ist immer. Okay, die Raketendrohnen habe ich bisher noch gar nicht. Die AT-Drohnen können für kurze Zeit deaktiviert werden. Das würde ich vielleicht nochmal kaufen. Wir haben immer noch 120 Punkte übrig. Gekapert, das würde 105 Punkte kosten. Dann hätten wir nur noch 5 Punkte übrig. Also könnten wir theoretisch auch machen. Schlagring und so. Pff. Lieferdrohnen können deaktiviert und gekapert. Ich weiß halt nicht genau, wofür wir das eigentlich benutzen sollen. So. Sperrt die Waffe eines Gegners und hindert ihn so am Schießen. Das haben wir bis jetzt noch nie gebraucht. Und, weiß ich nicht, Elektroschockfalle. Eine nicht tödliche Haftmine, die Gegner unter Strom setzt. Und Drohnen, okay, die hätte ich gerne. Ich glaube, die hätte ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, nee, erstmal nicht. Wir können ja immer nur ein Gerät mitnehmen. Der Drohnen deaktiviert und Gegner stört. Warte mal. Gegner unter Strom setzt. Das schaltet ihr aus eigentlich, oder? Das schaltet ihr eigentlich aus. Okay, eine kleine Drohne. Wir müssen uns ja eh entscheiden, was wir davon ausrüsten. Granatwerfer. Ich bin mit der eigentlich super zufrieden. Und ich habe so ein bisschen Bammel. Wenn wir die Shotgun nehmen, können wir auf Entfernung halt nicht mehr so effektiv ballern. Diese hier wäre vielleicht noch was. Aber wir haben hier halt den Schalldämpfer dabei. Das macht es halt für mich wahnsinnig interessant. Die anderen Dinger hier, erhöht die Magazinkapazität, yeah, Nachladegeschwindigkeit, yeah. Kickt mich irgendwie überhaupt nicht. Hier genauso. Der würde mich noch interessieren. Anti-Drohnenwaffe mit niedriger Feuerrate. Okay, die Schockmunition mit großem... Okay, dann ist es uninteressant. Wenn das nur für Drohnen ist, dann ist mir das egal. Ich könnte die Waffensperre noch probieren. Du kannst zwei Waffen mitnehmen. Ich vermisse halt keine Waffe. Okay, ich nehme einmal das Waffensperren-Upgrade nämlich mit, damit wir es haben. Ist auch nur eine Sache, die ich aktivieren muss. Und vielleicht nehme ich nochmal die Schotti hier. 50 Punkte haben wir noch. Die kostet 30, die kostet 20. Komm, wir schalten die zumindest mal frei. Dann haben wir die alle freigeschaltet, kommen genau auf 0 Punkte raus. Und mal gucken, wenn ich jetzt... Wo ist denn unser Kollege Schnürschuh hier? Bearbeiten. Waffen bearbeiten. Ach, der hat eh seine mit Schalldämpfer. Okay. Die würde ich vielleicht... Kann ich die deaktivieren? Nein. Ausrüsten. Kaufen. Okay. Ich würde die hier gerne die. Wieso kann ich die nicht... Ich würde gerne... Drehen. Juhu. Kann ich die ablegen?
Habe ich irgendwas übersehen? My bad. Entschuldigung, ich bin doof. So, okay. Bin doof. Ja. Okay. Na gut. Wir müssen sowieso darüber, wenn wir schon mal hier auf den Dächern sind der Nacht, dann können wir Batman-mäßig auch gleich hier rüber schleichen, in der Hoffnung, dass wir da eindringen können. So, können wir denn hier eindringen? Oh! Na, Mensch! Huch! So, Habulaji! Oh Gott, ich mach die Kamera aus. Egal was kommt, ich muss die Kamera ausmachen. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh. Scheiße, sieh dir mal die ganzen Fallen an. Wie umgehen wir die? Du könntest die Fallen lahmlegen, wenn du den Strom neu verkabelst. Ich bin dran. Willkommen bei Claires aktueller Gefahr. Und willkommen im faschistischen London. Ärgert euch nicht über den Stiefel in eurem Nacken. Was? Derzeit denkt ihr nicht mehr daran. Wir müssen aufwachen, Leute. Gäbe es ein Drehbuch zur Erstellung eines totalitären Polizeistaats, wäre Albion schon beim Verfassen des Nachworts zugange. Niemand hat von den Anschlägen so profitiert wie Sie, oder? Sie laben sich an der Angst der Stadtbevölkerung. Es war ein leichtes, Nigel Cass die Kontrolle über die Stadt zu überlassen. Sie sind die Profiteure dieses Chaos. Der Gürtel wird jetzt immer enger, Freunde, wenn wir nichts tun. Wir können nicht warten, dass jemand anderes für uns kämpft. Wir müssen es tun. Yeah, 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 kämpfen! Unterdrückung, yeah, Regime! Yeah, yeah, yeah. Entschuldigung. Achso, ja, wird eh wieder geclaimed hier, ne? Da wird wieder fett. Da kommt die fette Claimung rein. Okay, warte mal. Kann ich hier eventuell... Achso, ne, kann ich offenbar nicht. Es sei denn, ich mach so, dann kann ich das hier entsperren. Naja. Ich hoffe nur, die Folgen werden auf YouTube nicht gesperrt. Was soll ich sagen? So, drehen. Dann drehe ich hier wieder rin. Rin in der Mutti. Und dann hier... Achso, wir müssen von oben auf... Nee. Nee. Doch. Von, ja, wir müssen von oben rein, alles klar. So. Und dann drehen wir hier drauf. Und dann haben wir Saft. Fallenentschärfung, sehr gut. Die Fallen sind entschärft. Das senkt die Wahrscheinlichkeit deines Ablebens, wenn du durch die Wohnungstür gehst. Ja, das ist auch gut. Ich habe gehört, das bringt Vorteile mit sich. Oh, jetzt haben wir da hinten. Ist klar. Ja, gut, das war mal zufällig. Das mache ich. Was? War das gerade ein Assassin's Creed Easter Egg oder was? War das gerade Assassin's Creed oder was? Schön, schön. Okay, gut. Musste vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Fand ich nice. Das war nicht extra. Das kam einfach so. Als kleines Ding. Schön. Hättest du mit der Oma machen sollen, aber wirklich. Assassin's Grandma. So, wir können ja mal rein, ne? Das war nicht nice. Well played, Ubisoft. Well played. Oh. Oh Gott, ich mach. Tschüss. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Noch eine Bewegung, Chief, und ich jag diesen Ort samt dir in die Luft. Okay, lass uns drüber reden. Wer zur Hölle bist du und was machst du in meiner Wohnung? Albion? Nein, mehr Anti-Albion. Was, Deadsec? Ja klar, und ich bin Che Guevara. Du bist erledigt. Warte, warte! Das wird Albion nicht aufhalten. Sie wissen, dass du hier bist. Du musst hier weg, sofort! Verdammt! Du sagst die Wahrheit, oder? Scheiße nochmal, ich hielt mich für vorsichtig. Verdammter Idiot, Hamish! Also, Cass ist jetzt schlimmer als...
wissen wir? Warum sollte ich das hier riskieren? Vermutlich, weil Nigel Cass dich bezahlt. So läuft das bei Söldnern doch. Du hast Angst, aber wir sind auf derselben Seite. Cass steckt hinter all dem Wahnsinn. Er wollte uns töten. Wir brauchen deine Hilfe mit ihm. Kumpel, du weißt nichts. Du hast keine Ahnung, was Cass vorhat und... Los! Fuck! Ein Albion-Trupp nähert sich dir. Das war wohl nicht gelogen. Fuck, denk nach, Hamish, denk. Fuck, schön. Wir vertagen. Ich verschaff dir Zeit. Geh jetzt. Jetzt! Bam! Los! Wieder gern wird gefangen genommen. Wahrscheinlich muss ich jetzt übernehmen, ne? Oh, fuck. Steh nicht einfach so rum. Albion überlegt nichts, was meine Kursie hier... Understand the operate. Scheiße. Oh Gott, die verfolgen mich tatsächlich. Passiert mir sowas jetzt öfter? Bist du sie abschüttelst? Ja. Boah, holy shit. Okay. Ja, da war wohl kein Entkommen. Ich habe überlegt, ob ich ins Wasser springe, verhaftet. Wofür? Wir haben doch nichts gemacht. Wer sind denn hier? Ich guck mal kurz. Free. Oh ja, Blogschreiberin. Okay, Kelly Ong. Das war die neue Agentin. Huch. Casey Maduro. Sturzflug, Zielsuchdrohnen. Warte kurz. Wechsel vornehmen. Er ist ja auch neu, der App-Entwickler. Kurze Hack-Abgabe, schnelle Downloads. 6G-Datentarif. Okay, Albion-Orte, halbautomatisches Gewehr, leichter Nahkampf. Okay, pass auf, weißt du was? Dann wollen wir mal. Okay. Du hättest den Kasten nicht aktivieren sollen. Jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Okay. Dann übernehme ich jetzt die Mission. Ich glaube, die ganze Aufregung hat unseren neuen Freund Hamish überzeugt, dass wir uns gemeinsam um Cass kümmern müssen. Er will kooperieren. Ich hätte die Falle nicht aktivieren sollen. Das stimmt. Die hat ausgelöst. Bei jedem Passanten hat die ausgelöst. Also wahrscheinlich bin ich auch direkt drin gefangen gewesen. Weil irgendwer war gerade in der Nähe. Bis hat die ausgelöst. Ich war noch drin. Oh. Das nenne ich mal eine gekonnte Flucht. Ich glaube dir. Was? Also sage ich dir, Nigel plant was. Und ich glaube nicht, dass ich ihn allein aufhalten kann. Wenn DadSec so ist, wie ich gehört habe, hilfst du mir. Wir helfen uns gegenseitig. Könnte sein, dass Cass was mit den Anschlägen zu tun hat. Was für Pläne könnte er haben, die noch schlimmer sind? Nein, so ist er nicht. Also, nicht wirklich. Nigel will sich selbst als Helden sehen. Er ist ein arroganter Idiot, aber nicht zynisch. Für jeden Ort hatten wir einen verrückten Plan, um die dortigen Probleme mit Roboterpolizei, automatischer Düngung oder was auch immer zu lösen. Gesellschaft ist ein technisches Problem. Und Menschen sind Softwarefehler, verstehst du? Man umgeht sie oder man löscht sie. Sorry, Chief. Ich wechsle den Proxy-Server, damit sie mich nicht finden. Ich melde mich gleich wieder. Also, ich habe einen Insider, okay? Einen Kontakt bei Albion. Der sagt, Nigel hat ein großes Treffen im White Tower geplant. Er will über ein Riesenprojekt reden, das er für London geplant hat. Ein Ausbau seines privaten Polizeistaats? Ha, na klasse. Nimmt sich der Penner nicht auch mal Urlaub? Was auch immer er vorhat. Wir müssen dieses Treffen beobachten. Ich wollte schon immer mal so eine Nummer drehen. Okay, eins nach dem anderen. Wir brauchen jemanden, der das Ziel im Auge behält. Also los. Ich halte in der Zwischenzeit nach der richtigen Person Ausschau, um unseren zusammengewürfelten Haufen abzurunden. Oh shit. Albion Cybersecurity ist an meiner Proxy-ID dran. Sie müssen das Zündsignal verfolgt haben. Ich muss mich darum kümmern. Schlau. Sehr schlau. Jetzt respektiere ich diesen Nigel Cass. Ich dachte schon, er ist ein Unsympath, aber ich glaube, der ist einfach missverstanden, tief in seinem Herzen. Er möchte halt auch einmal der Held sein, ne? Klar. Ist halt ein netter Dude. So. Warte kurz. So. Ich lasse die Kamera mal kurz aus. So. Wir sind ja auch gleich da. Wir sind ja gleich da. Du klingst voreingenommen? Nein, auf keinen Fall.
auf keinen Fall. Also ganz objektiv glaube ich, der Nigel ist der heimliche Held des Spiels. Ich glaube, wir spielen eigentlich die Bösen. Der Nigel will einfach nur, dass alle Leute sicher sind. Ja, der meint es nur gut. Hatte auch schlimme Kindheit und so. Oh, Entschuldigung. Hatte schlimme Kindheit.